Heute, eine Woche nach meiner kleinen Herzoperation, werde ich mich wieder aufs Motorrad schwingen. Zumindest mal versuchen und eine erste kleine Tour machen. Und zwar geht es von Wenningstedt über Breiholz, der Fähre, Hamwedel, Bokel, Emkendorf, Achterwehr, Schönwolde, Kleinflintbek, Kirchbarkau, Flöptin, Ascheberg. Und dann will ich mal sehen, ob in Aschenberg der Imbiss auf hat am See. Dann geht es weiter nach Plön, Wosau, eventuell eine Tasse Kaffee, ein Stück Sorte, Kalübe, Totenbüttel, Albersdorf, zurück nach Heide und zum Cappuccino. Also, bis gleich. Fähre Breiholz. Bin ich in Hamwedel und von hier aus geht es weiter Richtung Bokel Emkendorf. In Emkendorf werde ich dann meine erste Pause machen. Ich verlasse jetzt Bokel in Richtung Norddorf. Nach 60 Kilometern Fahrt und einer Stunde auf dem Motorrad mache ich jetzt meine erste Pause. Irgendwo in der Wallachpampa. Wunderbares Wetter und so soll es sein. Verlasse Gut Emkendorf Richtung Achterwehr, Schönwolde, Bosssee. Bosssee, Westensee, die Ecke. Hinter Rumor. Kiel aus, der kleinen Flintbecker Weg Richtung Klein Flintbek. Dann kommt Kirchbarbau und nachher Ascheberg. Und da mache ich dann Pause. Und wir müssen aus Richtung Preetz. Thank you.
Porträts. Nach 2-3 Stunden Fahrt habe ich den Flöhner See erreicht. Und den Rastplatz. Ich könnte mir nur erstmal eine Currywurst. Und da ist jetzt Bosau in Richtung Dersau. Ich wollte in Bosau erst noch Kaffee trinken, aber da stand eine Schlange. Also weiter zurück. Auf dem Heimweg. Der sah aus Richtung Kalübe. Auf dem Heimweg. Im Borsteler Weg. Und ich war zu Hause. Ziel erreicht.